Um die Eier muss ich noch gekümmert werden. Ach, das juckt dich nicht, Alter. Ich schau wie eine Dumme. Metzerei Nummer 2. Mama. Wir haben wirklich nur das Nötigste gepiept. Zur Fetzerei Nummer 3. Wenn ich sage, ich möchte gerade nicht reden. Ja, aber ey, Jackie, ich. Keinen Bock. Fetzerei Nummer 4 diese Folge. Es eskaliert jetzt gleich komplett. Das hat einfach Stil und das ist einfach fettig. Fettig. Fett ist die Brille, ja. Mhm. Was da aus hier? Geht weg! Ja, also der Gigi, der markiert sein Revier direkt so. Es reicht! Bin ich jetzt 5 Tage die Woche in der Berufsschule und muss die Videos immer vorbereiten? Vielleicht muss es wieder in ein paar Stunden online gehen. Definitiv. Oh. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Ex on the Beach. Diese Folge gibt es irgendwie besonders viel Streit. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich würde sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Und jetzt soll ich hier tanzen oder was? Oh, das finde ich super. Wir fangen direkt an mit einem Date. Jackie ist auf dem Date mit Paul. Wie lange soll denn das Date jetzt hier funktionieren? Weil, Jackie hat einfach gar keinen Bock auf Paul, deswegen wie lang? Ja, natürlich, optisch wäre jetzt Salvatore mehr mein Typ. Ja gut, aber die Optik ist halt nicht alles im Leben. So, siehst du, bei uns ist auch freundschaftlich. Prost. Ja. Und hoffentlich beenden sie das Date, bevor die genervte Stimmung in eine aggressive Stimmung umschwankt. Okay, jetzt wird's irgendwie weird. Und plötzlich tanzt sie doch für ihn an der Stange. Ich war ja produktiv und hab versucht, die Stimmung ein wenig zu ändern. Es hat definitiv nichts gebracht, es ist immer noch eine weirde Stimmung am Set, am Date. Ja, sie tanzt halt einfach an der Stange und er creept sie irgendwie komisch von der Seite an. Ja, geil. Also ich mag es halt nicht, wenn man mich halt an die Wand stellt, ne? Ja, und deswegen hat sie sich einfach an die Stange gestellt, denn Wände sind nicht so ihr Ding. Oh. Denn schon heute könnte ein Single rausfliegen. Das Date ist vorbei und es gibt direkt eine Bum-Bum-Bum-Terror-Nachricht. Dein Sommerurlaub ist jetzt beendet. Okay, also wer muss gehen? Halt's Maul. Kurzes Statement an alle Kandidaten der Sendungen, die ich kommentiere und an alle Kandidaten, die sich sonst noch angegriffen gefühlt haben. Sorry, falls ich mit meinen Kommentaren irgendwen verletzt habe oder einfach falsch dargestellt habe. Ich mache das jetzt seit ein paar Monaten erst, das Kommentieren. Und da werde ich oft sehr schnell aufbrausend und ein bisschen wütend, wenn ich die ganzen Kandidaten sehe und was sie so sagen. Aber ich bin mir sicher, die sind nicht so, wie sie dargestellt werden. Natürlich wird auch nur das Schlimmste reingeschnitten, was in den Villen vorgefallen ist. Und ja, ich versuche jetzt den Kommentarstil ein bisschen zu ändern. Natürlich werde ich den Comedy-Aspekt beibehalten und ich hoffe, euch gefällt es weiterhin und ich werde keinen mehr damit falsch darstellen oder etwas beleidigen. Und deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß, danke fürs Zuhören. Los geht's. Dein Sommerurlaub ist jetzt beendet. Also, wer geht? Das kostet, glaube ich, schon mein Herz. Warte, ich trinke noch einen. Gut, lassen wir sie noch einen trinken. Wieso nicht? Aber wer fliegt jetzt aus der Villa? Mach's gut, Falk. Nein, erzähl Digga, mir. Nein. Doch, Falk muss raus. Wieso auch immer, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich wurde das Geld für die Gage etwas knapp. So irgendwie war ich trauriger als der. Falks Ex-Freundin Georgia wird von den eigenen Gefühlen überrascht. Weil der kennt mich ja persönlich, ich war seine Ex. Und das hat ihn nicht mal gejuckt, dass der geht so. Plötzlich ist es so emotional. Und wer war die Person, die ihn beim ersten Treffen genau so angesprochen hat? Hallo Falk, du Fremdgeher. Ja, also ich würde mich da herzlich in Empfang genommen fühlen. Ihr nicht? Der war nicht mal traurig so. Das hat ihn nicht mehr interessiert, so. Sie hat ihn 3 Tage, die sie zusammen in der Villa waren, beleidigt und beschimpft. Ob die Anschuldigungen stimmen, keine Ahnung. Meinst ich bin ja voll Schuldgefühl, das tut mir leid, aber ich glaube, nur die Wahrheit erzählt. Ja, Schuldgefühle, aber die Wahrheit, aber sie heult, aber sie beleidigt ihn. Ich meine, was jetzt? Aber nein, die haben gelacht, er hat so getan, als ob nichts passiert ist. Falk denkt sich wahrscheinlich so, Freiheit, ich brauch dir mal den Flugzeug aus. Ach, das juckt ihn nicht, Alter, ich heul wie eine Dumme. Ja, und jetzt kommt ihr wahres Gesicht wieder raus und ja, schaut sich selber an. Ich bin so dumm, Alter. Er heult nicht, sie heult schon und das passt ihr nicht. Du bist einfach Alter, ich heule einfach ohne Grund. Ich verstehe sie einfach nicht, wieso heult sie dann und beleidigt ihn? Jetzt soll sie einfach gehen, wenn sie ohne Grund heult. Eklig einfach, was du abziehst. Man merkt, dass ich dir nie was bedeutet habe, so. Dass sie ihm nie was bedeutet hat, das kann ich jetzt verstehen, nachdem ich solche Bilder gesehen habe, wie schnell sie umswitchen kann von einer Person zu einem Biest. Alter, ich geh zu denen, ich schau wie eine. Also, alles gut, das ist nicht der nicht. Also, ich schau wie eine.
Das ist mein Gefühle, der Junge, Alter. Wie dumm kann ich nur sein, Alter? Ja, Alter, aber wir schauen einfach mal aufs Bild, wie einfach alle Kandidaten von ihr genervt sind. Die ignorieren sie einfach alle, sie reden einfach weiter und so, ja, heul weiter, Georgia. Georgie. Dass er einfach ein Lügner ist, ein emotionaler Lügner. Emotionaler Lügner. Vor 2 Minuten hat sie noch gesagt, er hätte keine Emotionen. Ja, mir kommt vor, Jackie hat heute bei den 2 Dates 1 oder 2, 3, 4 Gläser zu viel getrunken. Okay, runterwischen und weitermachen. So, jetzt switchen wir mal zu Paul und Olivia, denn Paul redet mit Olivia über Ferhats Verhalten oder über seine Strategie. Ich mag dich wirklich sehr und deswegen bin ich auch ganz ehrlich zu dir, ne? Mhm. Mit Ferhat, pass mit deinen Gefühlen auf. Ich befürchte, dass seine Gefühle dir gegenüber nicht 100% ehrlich sind. Okay. Und wieso denkst du das, Paul? Sag uns mal, wieso denkst du das? Weil er ein Showmaster ist, ein ganz krasser. Und er weiß ganz genau, was er hier macht. Und er weiß genau, wie er hier drin bleibt. Und er weiß, was er dafür tun muss. Aber vielleicht ist Pauls Gehirn wegen der Tanzvorführung von Jackie an der Stange noch nicht so ganz geordnet und denkt nicht so klar. Nach dem Essen gehen... Ach so, um die Eier muss ich noch gekümmert werden. Ja, ja, dann lass das schnell machen, die Kandidaten. Ja, und die gibt's dann zum Frühstück bei Georgie. Voll Hunger. Sterbe gleich. Ja, wir leben in so einem Land, da gibt's kein Essen. Wir sterben, wenn wir 8 Stunden lang nichts essen. Aber es gibt halt auch keine Frühstückseier. Irgendwie bin ich heute richtig motiviert. Ja, und deswegen redet sie auch so motiviert. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Es ist einfach dieselbe Situation wie gestern Abend mit Georgie. Sie redet einfach mit niemandem. Alle gehen weg von ihr, weil sie einfach genervt sind von ihr. Okay, langsam wird Georgie echt creepy. Jetzt gehen wir zu Olivia und Ferhat. Die besprechen jetzt ihre Beziehung. Ich wollte einfach mal mit dir reden. Ich weiß nicht, ob es von deiner Seite halt ehrlich ist so. Ferhats Gesichtsausdruck zeigt uns schon, dass er irgendwie vermutet hat, dass diese Aussage mal kommen wird, dieser Vorwurf. Ich hatte so auch das Gefühl, und ich habe es halt jetzt auch bestätigt bekommen, dass du am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, gesagt hast, dass ich nicht dein Typ bin. Aber Ferhats, der alte Frauenversteher und Frauenschmeichler, weiß natürlich, wie man die Frauen rumkriegt. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass du für mich gerade das Beste sein kannst. Gerade das Beste. Morgen vielleicht nicht, heute noch schon, aber gerade das Beste. Scheiß auch irgendwann mal auf Optik, ne? Genau die Worte will ich hören. Genau nach diesem Motto sollte eigentlich gelebt werden. Diejenige, ne, die mein hinter meinem Rücken zu der Olivia gegangen ist und gesagt hat, ich finde kein Mädchen attraktiv, ist die größte Fetzerei Nummer 2 in dieser Folge. Ich glaube, Paul hat ein fettes Problem. Ein breites eher. Ferhat ist breit. Die größte Hinter... die ich mal eben gesehen habe. Wenn ich das erfahre, spucke ich dir in die Fresse. Paul, schnell, versteck dich im Kleiderschrank. Wenn dann denn schon. Wenn dann schon denn Don? Wir haben wirklich nur das Nötigste gepiept. Ich glaube, bald wird's ein bisschen eskalieren. Das könnte lustig werden. Ich könnte sogar heulen. Ferhat, Flashback zu AYTO. Heulen, 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 heulen. Einfach nur heulen. Es gibt wieder eine Nachricht vom Terror-Tablet. Liebe Singles. Ach du Scheiße. Komma. Ist der Komma oder ist ein Komma? Komma. Boah, sei ruhig. Oh. So ein Ding. Die anderen Kandidaten finden Georgie sonst so richtig nervig. Ich meine, kann ich auch verstehen. Sie ist ein bisschen... ja. Und gleich vielleicht ein Wiedersehen. Wiedersehen? Ein Wiedersehen? 3 Kandidaten müssen zum Strand einen Ex abholen. Und weil es regnet, hat Gigi noch eine Frage. Wie sollen wir uns anziehen? Warm oder kalt? Warm oder kalt? Warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm. Mann, wann kommt sie oder er denn? Denkt ihr Frau oder Mann? Boah, ich kann es gar nicht wissen. Beide. Beide? Beide? Wer will schon mit seinem Ex-Partner in einer Villa wohnen? Ja, du, also ehrlich gesagt würde ich mich extrem freuen, in einer Villa in Griechenland gratis Urlaub zu machen und alles bezahlt zu bekommen und eine Entschädigung zu bekommen. Auch wenn es mit der Ex ist, wieso nicht? Ja, ich bin gespannt, wer es ist. Hi, ich bin Max, bin 22 Jahre alt. Oh, nicht schon wieder ein bekanntes Gesicht. Max, einer der Verführer aus Temptation Island. Ich verlinke euch die Schaffel hier oben. Vor allem Michelle kennt ihn von Temptation Island.
Ansonsten, Michelle hat auf jeden Fall letztendlich mit meinen Gefühlen gespielt. Der Vorwurf von Max, die Michelle wollte im Urlaub einfach nur einen kleinen geilen Urlaubsflirt und nach der Show hat sie ihn einfach sitzen gelassen und sich nie mehr gemeldet. Krass, dass man so schlecht sehen kann, ne? Ja, echt komisch, dass man so schlecht sehen kann. Dabei regnet es draußen Vollgas und es schaut nur sonnig aus im Video, weil die Sättigung auf 50.000% hochgezogen wurde. Wir haben jetzt was und es wird doch so bleiben. Ja, also der Gigi, der markiert sein Revier direkt so. Ein Stock im Po. Ja, welchen Stock er damit meint? Vielleicht den, mit dem er gerade das Revier markiert hat, so? Weil du hast mich und nicht jedes Mädchen kann mich haben. Nicht jedes kann mich haben, denn ich bin besonders. Ich habe ein Bandana auf dem Kopf. Das erfährst du auf einem Date mit Michelle und Olivia. Kann sein, dass dir dabei die Luft wegbleibt. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zur Villa, zu Jackie und Paul, zur Fetzerei Nummer 3 dieser Folge. Ich möchte hey, Jackie, jetzt reden. Nee, ganz kurz nee, nochmal, ganz kurz eine Frage nur. Nee. Sie hat keine Lust, so habe ich das jetzt verstanden. Wenn ich sage, ich möchte gerade nicht reden. Ja, aber ey Jackie, ich krieg von dir gar nichts mit, gar nichts. Sie hat ja auch keinen Bock. Das will ich nur wissen, so, weißt du, hey, ich bin hier. Der Mitarbeiter, der die ganzen Kameras verwaltet, dachte sich so, schnell zum Streit hin filmen, zoomen, ja, perfektes Framing, gut so. Ich fühle mich wie so, ja, nicht zweite Wahl, aber, die anderen Frauen waren irgendwie nicht zu ihnen, jetzt bin ich halt diejenige, die er attraktiv findet. Naja, aber was sonst, wenn alle nicht für dich sind und einer schon, dann ist halt das diejenige, die du attraktiv findest, da kannst du nicht. Ich finde, sie passt einfach nicht zu Paul, weil es ist halt keine Frau mit Klasse. Klasse? Zweite Klasse Volksschule oder welcher Klasse meint sie jetzt? Geh mich auf den Sack, Alter, mit meiner Sonnenbrille. Ist doch mein Problem, wie ich hier rumlaufe. Ja, und jetzt kommen wir schon zur Fetzerei Nummer 4 dieser Folge. Es eskaliert jetzt gleich komplett. Bitte, sobald du diese Sonnenbrille wegtust, verstecke ich sie dir. Also ich persönlich finde so eine Brille einfach nur lächerlich. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich find's weird. Das hat einfach Stil und das ist einfach fettig. Fett ist die Brille, ja, aber mehr halt auch nicht. Guck mal, lass es, okay? Sonst fliegst du morgen raus, dafür werde ich sorgen. Oh mein Gott, Alter. Ja, wie sie einen 120 Kilo, 1,20 Meter breiten Typen aus dem Haus schaffen will, das will ich mal sehen. Mhm, das schafft sie bestimmt. Ich hoffe, meine Mutter ist tot. Was? Das hasse ich. Er weiß einfach, welchen Knopf er drücken muss. Nun hat sie aber auch mehr Knöpfe als ein Hochhausaufzug. Oh wow, das wollten wir, glaube ich, nicht wissen. Ich werde aggressiv. Keiner fasst meine Sachen an. Sie ist echt pissed off, wenn es um ihre Brille geht. Also ich weiß nicht, was das für sie ist. Anscheinend ein mega Stolz und ein mega Statussymbol. Darf ich anfassen einmal? Ich mach keine Witze. Ist ja okay, Christina, bevor du es komplett ausrastest, hier ist deine Brille, bitte sehr. Schläfst du schon eigentlich? Wir werden es nie erfahren. Ich guck genau dahin. Nach Norden oder nach West-Süden oder nein. Platze gleich. Nein, ich platze gleich. Sie platzt gleich ordentlich auf. Boom. Missgeburt, Hurensohn. Sie hat ihre Aggressionen definitiv nicht unter Kontrolle. Ihren ganzen Körper hat sie nicht unter Kontrolle. Das reicht mir lang. Sicher, dass es dir reicht? Ganze Wichser hier. Hurensohn. Was hab ich jetzt gemacht, Alter? Rast da aus hier! Geht weg! Sie wird nicht ausrasten, sie ist einfach schon komplett ausgerastet. Sie weiß einfach nicht mehr, wo sie wirklich ist, in welcher Materie. Geht auf den Sack, es reicht! Entweder ich gehe heute oder er geht! Oh shit, Christina. Beruhigung, Ruhe, Ruhe. Die Ruhe ist in deiner Sonnenbrille. Ganz ruhig. Nächstes Mal. Ich habe darunter so krass gelitten. Ja. Aber nächstes Mal wird nicht nur Christina wieder mal ausrasten, es wird auch wieder Liebe geben. Hi. Max ist voll süß. Morgen ist sie fertig. Wenn ihr sowohl dieses Liebespiel als auch die Ausraster von Christina nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne hier meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Da bekommt ihr die Videos immer wieder vorgeschlagen. Hier könnt ihr noch in zwei andere Videos reinschauen. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt und das Video mit einem Daumen hoch bewertet. Und ja, dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Viel Spaß, bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao! Oh, Christina, was so eine Brille mit einem Menschen machen kann.